Huhu Leute, ich bin Flasher, willkommen zu einem weiteren Guild Wars 2 Guide Video zum Thema, was jeder Spieler wissen sollte. Wir haben zwar eigentlich schon mit den Build Guides angefangen, aber das ein oder andere Thema, zu den Vorthemen, sage ich mal, zum Intro zu diesen Build Guides, gibt es trotzdem noch. Und darum werden wir uns heute mal wieder mit einem dieser Themen beschäftigen, nämlich Potions und Sigile. Ist auch kein so mega großes Thema, sollte man relativ schnell abarbeiten können. Ich laber wahrscheinlich trotzdem wieder viel zu viel, so wie ich mich kenne, aber gucken wir einfach mal, was draus wird. Ist auch nicht wirklich schwer zu verstehen. Erstmal, wozu ist es überhaupt wichtig, sowas zu wissen, was Potions und Sigile angeht? Ich habe schon oft in meinen Build Guides, ist mir selber aufgefallen, gesagt, dass man in Fraktalen sehr, sehr viel mehr Modifier hat und in Fraktalen oft sehr viel stärker ist. Das heißt, dieses Video wird heute hauptsächlich um Fraktale gehen. Zum Teil kann man das auch auf Dungeons ummünzen. Für Raids bringt das heute das Ganze nicht so viel, aber das sind natürlich meine Build-Guides, sind natürlich Guides für den Endgame-Content und das schließt natürlich auch Fraktale ein. Von daher werden wir uns heute mal hauptsächlich mit diesem Endgame-Content beschäftigen. Was heißt das, dass man sehr, sehr viel mehr Modifier in Fraktale hat? Das ist halt so, dass man sich in den Fraktalen sehr viel stärker buffen kann, als es in irgendeinem anderen Content geht. Wie gesagt, zu Dungeons kann man das so ein bisschen auch nutzen, oder für Dungeons, da stimmt das zum Teil auch noch. In Raids geht das nicht. Nun, was heißt das ganz genau? Es gibt halt in den Fraktalen gibt's unterschiedliche Gegner, je nachdem in welchem Fraktal man ist. Beispielsweise im Untergrund im Fraktal kämpft man gegen Schaufler, im Habien-Fraktal kämpft man zum Teil gegen Inquestur-Leute, im Albtraum-Fraktal kämpft man gegen Scarlets Armee und sowas. Und es gibt vom Spiel aus, gibt es bestimmte, sowohl Tränke als auch Sigile, die einen verbessern im Kampf gegen diese speziellen Gegner. Diese ganzen Sachen funktionieren in Raids übrigens nicht. Da ist es egal, ob wir gegen Banditen kämpfen oder gegen irgendwelche Dämonen oder sonst irgendwas. Da gibt es die Gegner dort zählen nicht als eine bestimmte Gegnerart, gegen die man sich stärker buffen kann. Aber in den Fraktalen geht das. Und darum werdet ihr auch oft, wenn ihr vielleicht mal gerade mit besseren Spielern unterwegs seid, in T4-Fraktalen mit wirklich guten Spielern, werdet ihr sehen, dass die ultra hohen DPS machen. Und wirklich so extrem hoch, da kommt auch in Raids von den Profispielern keiner dran. Und das liegt aber daran, dass die zum Teil ihr Equipment extra für die Encounter angepasst haben. Und genau das wollen wir uns heute mal angucken. Ihr müsst das natürlich nicht nachmachen, aber ihr erhöht damit wirklich extrem euren Schaden und vor allem verringert ihr auch den Schaden, den ihr selber bekommt. Und wenn das alle in der Gruppe nutzen, dann ist man wirklich deutlich schneller in den Fraktalen. Von daher empfehle ich das wirklich jedem zu machen, zumindest was die Tränke angeht. Darum fangen wir jetzt auch mit den Tränken an, denn das ist auch nicht teuer. Ihr seht das hier, ich habe jetzt extra mein Inventar aufgemacht. Da seht ihr, unten die unterste Reihe ist alles voller Tränke. Ich kaufe mir immer von jedem Trank, den es gibt, kaufe ich mir immer 30. Und wenn ich sehe, es ist nur noch einer da über, dann kaufe ich mir 30 neue, sodass ich immer ungefähr 30 von jedem unten im Inventar habe. Ich habe auch ein paar zu viele, die ich so gut wie nie nutze, weil man die so gut wie nie braucht. Aber schauen wir einfach mal. Ich habe hier zum Beispiel, nehmen wir das einfach mal als Beispiel, 23 kraftvolle Tränke der Kreidvernichtung. Und jetzt steht hier, Verbesserung hält eine Stunde, plus 10% Schaden gegen Kreid und minus 10% Schaden von Kreid. Das zählt hier übrigens als Utility Food, also als diese Schlüssel im Schraubenschlüssel Food. Was auch der Grund ist, warum das, was ich euch heute erzähle, im Prinzip alles, sowohl das mit den Tränken als auch das mit den Sigillen, was noch kommt, nur für Power-Klassen gilt. Denn Kondi-Klassen brauchen erstens oft ihr Schlüssel Food, um ihre Stats zu verbessern, wobei das heutzutage auch nicht mehr so richtig stimmt. Kaum eine Klasse nutzt noch Schlüsselfood, was die Fachkenntnis erhöht, zugegeben. Aber auch diese 10%, die man hier an zusätzlichen Schaden, in diesem Fall gegen Kreid macht, zählen nur für Powerschaden. Genauso ist es auch bei den Sigilen, die wir uns dann angucken werden. Das heißt, es bringt hauptsächlich nur für Powerklassen was, aber es werden eh in Fraktalen fast nur Powerklassen gespielt, weil halt Fraktalkämpfe sehr, sehr viel kürzer sind. Es kommt hauptsächlich auf Burst an und Powerklassen haben nun mal einen sehr, sehr viel höheren Anfangsburst als Kondi-Klassen, die so eine Art Ramp-Up-Time benötigen, damit sie erstmal ihre Kondis langsam aufbauen und mit der Zeit immer stärker werden. Darum sind Powerklassen generell besser in Fraktalen. Und vor allem, die können halt hier auch diese Tränke nutzen. Beispielsweise im Unterwasserfraktal würde ich jetzt zum Beispiel am Anfang diesen Trank reinnehmen.
Tränke der Kreidfondich. Ich kann gerade mal spaßeshalber gucken. Im Aha, gut, die sind jetzt hier relativ teuer mit 2 Silber noch was. Gut, im Bestellen, im Direktkauf sogar 6 Silber. Das ist jetzt ein Beispiel, wo es relativ teuer ist. Wenn ich mir davon jetzt, wenn wir da mal mit 30 rechnen, gut, ich habe jetzt auf Verkaufen gemacht. Ich mache mal mehr im Handelsposten einkaufen, dann drehen wir es einfach um und mache 30. Dann ist man bei 1 Gold 80. Ist natürlich relativ teuer, aber im Prinzip hat man das dann 30 Stunden lang. Und ich meine, so oft macht man das Unterwasserfraktal ja auch nicht. Von daher ist das schon echt eine mega gute Verbesserung, die wirklich deutlich den Schaden erhöht. Und da gibt es halt für fast jeden Gegner Sorte, für fast jede Gegner so in Fraktalen gibt es auch einen entsprechenden Trank. Beispielsweise hier als nächstes, Gesetzlosenvernichtung. Funktioniert im, und das wissen viele nicht, funktioniert beispielsweise im Felswandfraktal. Oh, ich sollte vielleicht mal mein UI groß machen. Wurde ja letztens gesagt. Gut, jetzt sieht man vielleicht auch alles besser. Tut mir leid. So, jetzt. Im Felswandfraktal, wo man diesen Hammer rumtragen muss, da funktionieren zum Beispiel hier diese gesetzlosen Vernichtungstränke, weil die ganzen Gegner dort als Gesetzlose gelten. Albtraumhof, gut. Albtraumhof bringt fast nur in Dungeons was, zum Beispiel im Zwielichtgarten. Deswegen habe ich hier auch noch die Zentaurentränke, weil der Endboss von einem der Caudicus Anwesen Pfade ist ein Zentaure. Aber ihr seht, von denen habe ich auch noch total viele, weil ich die fast nie benutze. Von daher, die muss man nicht unbedingt haben. Auch Kreid ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil nämlich beispielsweise der Kreidtrank hier, der funktioniert bei dem Unterwasser-Endboss, bei der Qualle, funktioniert zum Beispiel nicht mehr, sondern wirklich nur bei dem Kreid am Anfang. Inquesturvernichtung funktioniert zum Beispiel im Harpienfraktal beim alten Tom und beim Endboss. Schauflervernichtung, klar, Untergrundeinrichtungsfraktal. Flammenlegion nutze ich auch so gut wie gar nicht mehr, auch hauptsächlich nur für Dungeons. Eisbrutvernichtung könnte man im Schneeblindfraktal nutzen, aber auch nicht für den Endboss, weil der Endboss ist zum Beispiel so ein Swanier, darum habe ich auch so ein Swanier-Vernichtung. Ich hätte auch noch gegen Untote, hauptsächlich für Ara, funktioniert aber auch so in Open World natürlich. Das hier ist eine der absolut wichtigsten Tränke, die empfehle ich auf jeden Fall. Also wenn ihr euch Tränke für Fraktale holen wollt, dann auf jeden Fall die hier, die kraftvollen Tränke der Vernichtung von Scarlets Armee, denn extrem viel zählt als Scarlet-Fanee in Fraktalen. Habe ich Scarlets Framee gesagt, weil ich als nächstes Fraktale sagen wollte. Ich meine natürlich Scarlets Armee. Zum Beispiel alle Ätherklingen, egal wann ihr wie wo irgendwie auf Ätherklingen trefft, also sowohl Captain Maitrin als auch Ätherklingen-Fraktal sind Scarlet-Armee. Im Prinzip alles im Albtraum-Fraktal ist Scarlets Armee. Also ihr seht schon, ihr könnt das echt oft benutzen. Und vor allem, und das ist jetzt auch ein Insider-Tipp, der Endboss von 100, von Level 100, also dem zerschmetterten Observatorium Ark, dieser riesige Asura, gegen den man da kämpft, bei dem funktioniert auch Vernichtung von Scarlets Armee. 10% mehr Schaden gegen die und 10% weniger Schaden bekommen. Also das könnt ihr echt mega oft benutzen. Die kaufe ich auch hier am meisten vermutlich nach. Und dann haben wir noch Grawl-Vernichtung, funktioniert beispielsweise im Vulkan-Fraktal für den Anfang und den Zwischenboss. Elementar-Vernichtung nutze ich auch hin und wieder mal. Die Ätz, die auch im Vulkan-Fraktal, die Ätz, die der Endboss immer so beschwört, diese Feuer, diese kleinen Feuerviecher, die sind zum Beispiel Elementare. Wenn man aber gegen den Boss besser kämpfen will, kann man hier Dämonenvernichtung nehmen, denn der Boss zählt, dieses riesengroße fliegende Vieh zählt als Dämon. Kann man sich entscheiden, nimmt man jetzt Elementar oder nimmt man Dämonen? Auch beispielsweise, wenn ihr im Untergrundeinrichtungsfraktal, so im Schauflerfraktal seid und ihr kriegt als Endboss nicht den Schaufleranzug, wo ihr dann natürlich Schauflervernichtung nutzen würdet, und ihr kriegt den Eiselementar-Boss, dann funktioniert auch Elementarvernichtung. Also ihr seht schon, bei echt vielen Gegnern gibt es entsprechende Tränke dafür. Ihr müsst natürlich nicht super tryhard bei jedem einzelnen Gegner die Tränke wechseln. Ich mache das zum Teil. Ich kämpfe beispielsweise in Level 100, in 100 CM gegen die ersten beiden Bosse. Da gibt es keinen speziellen Trank für. Kämpfe ich ganz normal mit Wetzsteinen als Food. Und für Ark, für den letzten Boss, nehme ich dann halt Scarlets Armee rein. Und auch beispielsweise im Schaufler-Fraktal kämpfe ich das ganze Fraktal über eigentlich mit Schaufler-Vernichtung. Und falls der Eisboss kommt, nehme ich halt Elementar-Vernichtung rein. Also man kann das rumwechseln, wenn man Bock hat, muss man aber nicht. Aber ein paar Tränke, finde ich, sollte man auf jeden Fall dabei haben. Weil wie gesagt, es erhöht nicht nur den Schaden, es ist ein 10% Damage-Modifier. Einfach so mal ebenso geschenkt bekommen. Man kriegt auch weniger Schaden. Von daher ist das schon eine echt gute Sache. Wenn ihr jetzt wissen wollt, bei welchem Gegner kann ich überhaupt wie was nutzen, da gibt es verschiedene Seiten, die alle ungefähr gleich gut sind. Erstens, und das denkt man gar nicht,
im ganz normalen Wiki, im ganz normalen Guild Wars 2 Wiki, im offiziellen Wiki, im Englischen, wenn ihr einfach da Fractals of the Mists eingebt, findet ihr da sogar tatsächlich eine Tabelle mit allen Fraktalen und welche Gegnersorten da sind und welche Tränke man nutzen kann. Und genauso könnt ihr beispielsweise auch in den Fraktalguide von snowcrows.com gehen, die haben auch eine schöne Auflistung. Und auch Discretize, das ist ja auch eine wirklich gute, bessere Gilde. Ich will jetzt nicht unbedingt Hardcore sagen, aber schon so in die Speedrun-Schiene kann man die auf jeden Fall einsortieren, die sich speziell auf Fraktale konzentriert haben. Und die haben beispielsweise auch Guides, wo für jedes Fraktal aufgelistet ist, welche Tränke man nutzen kann. Ihr werdet natürlich zu allen drei Seiten dann auch einen Link jeweils in der Videobeschreibung finden, sodass ihr das nachgucken könnt und direkt mehrere Quellen habt, um zu gucken, ob auch wirklich diese Quellen alle auch miteinander übereinstimmen und euch nicht irgendeinen Scheiß erzählen. Naja, das auf jeden Fall zu den Tränken. Ich habe die immer unten im Inventar liegen, wie ihr seht. Und jetzt gibt's das Gleiche und damit könnt ihr euch noch mehr buffen, das Gleiche auch noch mit Sigilen. Denn normalerweise, wenn ihr meine Build Guides guckt, dann werde ich euch in den meisten Fällen immer sagen, auf einer Powerklasse kauft euch ein Heftigkeitssigil und ein Luftsigil. Das ist halt einfach so, wenn es nicht um spezielle Gegnersorten geht, ist es in den meisten Fällen der höchste DPS. In Fraktalen kann man das aber noch spezieller anpassen. Ich gucke gerade mal, ob ich hier eine passende Waffe finde. Genau, hier nehmen wir einfach mal die. Ihr seht, ich habe hier auch total viele Gewehre. Natürlich sind es nicht so viele Gewehre, wie ich Tränke habe, denn so tryhard wollte ich jetzt nicht sein und mir für jedes einzelne Fraktal und jeden einzelnen Gegner ein extra Gewehr kaufen. Aber zumindest für ein paar Sachen, so ein paar Grundsachen, habe ich das gemacht. Beispielsweise hier seht ihr, auf meinem Gewehr ist Schlangenvernichtung und Einschlag. Schlangenvernichtung funktioniert zum Beispiel in 99 im Albtraumfraktal. Da funktioniert übrigens sowohl Kreidvernichtung, außer für Mama natürlich, Mama ist kein Kreid, aber alles, was danach kommt, auch Siax und Ensolus, funktioniert Kreidvernichtung, aber auch natürlich wieder diese Scarlets Armee-Vernichtung. Allerdings gibt es von Scarlet Armee gibt's kein Sigil, es gibt aber allerdings eins für Kreidvernichtung und dann nutze ich zum Beispiel für Ensolus und Siax benutze ich zum Beispiel dieses Gewehr mit 10% mehr Schaden gegen Kreid und 10% mehr Schaden gegen betäubte oder zu Boden geschleuderte Gegner. Und gerade in diesem Fraktal ist es so, dass man die Gegner sehr, sehr oft breaken kann. Was eine Breakbar ist und was die bringt, haben wir ja schon gelernt in einem Extra-Video. Und da die sehr oft gebreakt sind und somit sehr oft betäubt, bringt einem natürlich auch das Einschlag-Sigil was. Wenn man in einer wirklich richtig guten Gruppe ist, ist es so, dass wenn man gegen Siax kämpft, das ist der zweite Boss aus dem Fraktal, der greift so gut wie nie an, der ist fast permanent gestunt. Und das, der macht im Prinzip nichts in dem ganzen Fraktal und somit kann man diese Boni hier immer mega gut nutzen. Ich habe noch ein paar andere, ihr seht hier auch Schlangenvernichtung, Raserei, Heftigkeit, Einschlag, also alle möglichen Kombinationen von bestimmten Sigilen. Das hier ist noch eine Sache, die ist speziell, die funktioniert jetzt so nicht mehr, von daher nicht nachmachen, wenn ihr das jetzt hier seht. Das ist nämlich, das ist jetzt nicht speziell gemünzt auf eine Gegnerart, sondern auf einen Tageszustand, nämlich Nacht. Auch das ist in Fraktalen relativ einfach. Ihr könnt total easy, total schnell einen 10% Damage Modifier auch einfach so geschenkt kriegen, wenn ihr das Sigil der Nacht nutzt in einem Nachtfraktal. Und das Besondere an Fraktalen ist, die sind unabhängig von der tatsächlichen Tageszeit, die man hat, wenn man hier in Open World, beispielsweise hier in Götterfels rumläuft. Hier ist es zum Beispiel gerade, wir würden sehen, es ist Nacht gerade. Und da wechselt aber die Tageszeit. Ups, falsches Menü. In den Fraktalen ist das Besondere, da ist es entweder immer Nacht oder immer Tag. Und es kommt auf das Fraktal an, ob es Tag oder Nacht ist. Einige Fraktale, wie zum Beispiel das Untergrundeinrichtungsfraktal, das Schauflerfraktal, da ist es immer Nacht. Egal wann ihr da reingeht, egal auf welchem Level oder wie ihr spielt, wenn ihr in dieses Fraktal geht, das Fraktal zählt immer als bei Nacht spielend. Und da könnt ihr beispielsweise ein Nachtsigil reinnehmen. Dann hättet ihr einfach so geschenkt einen 10% Damage Modifier. Wenn ihr jetzt noch als zweites Sigil zum Beispiel noch ein Sigil der Schauflervernichtung reinnehmt, und das gibt's tatsächlich, dann hättet ihr einfach so zwei 10% Damage Modifier auf eurer Waffe einfach so geschenkt. Und das noch nicht mal unter bestimmten Voraussetzungen, wie zum Beispiel bei dem Einschlagsigil, was nur zählt, wenn der Gegner gerade gestunt ist. Ihr habt das einfach so. Und auch das könnt ihr im Online auf diesen drei Seiten, in diesen Guides könnt ihr das nachgucken, welches Fraktal als Nachtfraktal und welches Fraktal als Tagfraktal zählt.
Es gibt relativ viele Nachtfraktale, aber auch genauso viele und sogar noch ein kleines bisschen mehr Tagfraktale. Für Tag gibt es leider nicht so ein passendes Sigil. Wäre natürlich cool, wenn es das geben würde. Aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, die man gut kombinieren kann mit irgendwelchen Sachen. Hier eine Zeit lang funktionierte das, was ich hier gemacht habe. Man hat ein überlegenes Nachtsigil und ein beachtliches Nachtsigil genutzt. Und das geht heutzutage nicht mehr. Man kann nicht einfach zwei gleiche Sigile stacken, also zweimal Nacht nehmen. Ging sowieso noch nie, aber dass man hier einfach die schwächere Variante mit dem beachtlichen Sigil auch noch dazu genommen hat, das funktionierte hier in diesem Fall. Mittlerweile ist das aber nicht so, von daher muss ich dieses Gewehr auch noch ändern. Naja, und auch hier für diese Sigile findet ihr auch ebenfalls sowohl bei Snowcrows als auch bei Discretize für jedes einzelne Fraktal eine Auflistung, welche Sigile ihr am besten benutzt. Wie gesagt, da sind dann auch solche Kombinationen bei wie Nacht- und Schauflervernichtung. Dann hättet ihr extra eine Waffe, die nur für ein einziges Fraktal gut ist und ihr das nicht wieder nutzt. Das war wie gesagt selbst mir zu tryhard, von daher habe ich hauptsächlich Kombinationen von Sigilen, die ich öfter benutzen kann, zum Beispiel Heftigkeit Raserei. Das ist zum Beispiel mein Gewehr, das benutze ich bei Trash-Mobs. Das habe ich eigentlich immer drin, wenn ich gegen Trash-Mobs kämpfe, und das kann ich in fast jedem Fraktal, wo man gegen Trash-Mobs kämpft, kann ich das nutzen. Ganz speziell gut zugegeben, diese Schlangenvernichtungsgewehre, aber das liegt halt daran, dass auch 99, dass ich das immer im Challenge-Mode, also im CM spiele, und der natürlich möglichst gut laufen soll, damit man da nicht ewig drin hängt. Von daher habe ich extra für 99 CM habe ich hier Gewehre, aber sonst sind die anderen alle so relativ allgemein gehalten, aber wie gesagt speziell für Fraktale gemünzt. In Kombination mit den ganzen Tränken, die ich habe, macht man wirklich extrem guten Schaden. Wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt hat und vielleicht auch einfach auf dem zweiten Bildschirm einfach immer die Seite von Discretize oder Snowcrows auf hat und dann einfach immer guckt, ich muss jetzt diese Daily-Fraktale machen, welche Tränke und welche Waffen nehme ich da jetzt, dann hat man das irgendwann auch einfach im Kopf drin und dann kann man da leicht und schnell rumwechseln und dann hat man auch wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse. Und das ist das, was ich oft meinte mit, in den Fraktalen hat man sehr, sehr viel Modifier. Von daher sind da auch Klassen, die sowieso schon von sich aus viele Damage-Modifier haben, wie zum Beispiel Diebe oder auch vor allem halt Elementarmagier, also Weaver, sind da so extrem stark, weil die noch weiter gebufft werden, noch weiter, als sie in jedem anderen Content im Prinzip gebufft werden, weil das, wie gesagt, in Raids beispielsweise nicht geht. Naja, das wollte ich euch nur mal mitteilen, dass es sowas gibt und dass ihr euch nicht wundert, warum die Leute in Fraktale zum Teil so ultra stark sind und mega abgehen. Und vor allem, wenn ihr euch vielleicht auch mal von Speedrun-Gilden die Fraktalruns anguckt, warum die da so durchfetzen und im Prinzip die ganzen Bosse, auch die Challenge-Mode, so weghauen, als ob das alles nichts ist. Weil die halt, wie gesagt, alle solche Sachen nutzen. Und für Rekorde, klar, wenn man Rekord in einem Fraktal macht, dann nutzt man dann natürlich auch die entsprechenden Sigile, speziell nur für das Fraktal, wo man den Rekord machen will. Zusätzlich zu Fraktale kommen dann beispielsweise natürlich noch die Fraktaltränke, wie zum Beispiel hier dieser unendliche Nebel-Allmachtstrank oder auch jetzt neu diese Account-Upgrades, wo man diese Fraktaltitel kriegt, wie Fraktalgott und Fraktaldenker und sowas alles. Das sind auch alles Damage-Modifier, die dann noch zusätzlich dazukommen. Aber darum soll es in diesem im Video hauptsächlich, wie gesagt, nicht gehen. Mir ging es hauptsächlich um die Potions, die wirklich billig sind, die sich jeder einfach so besorgen kann. Egal welche Ausrüstung ihr habt, die kann man einfach immer nutzen und wirklich gut gebrauchen in Fraktalen. Und wer dann wirklich super min-maxen will, der kann sich dann vielleicht noch ein oder zwei zusätzliche Waffen extra für Fraktal holen. Das ist aber kein Muss, zumindest die Tränke sollte man aber haben. Das wollte ich euch nur mitteilen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Es wird demnächst noch ein weiteres Video zu Verbrauchsgegenständen geben. Das soll es aber jetzt erstmal für heute von mir gewesen sein. Ich habe gesehen, ich habe das Video gar nicht so extrem übertrieben von der Länge. Aber es wäre bestimmt noch etwas kürzer gegangen. Aber egal, ich sage jetzt erstmal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.